Willkommen bei Herros Pablos Walking Tours im Sentis-Gebiet. Wir gebrauchen diesen rhythmischen Schritt. Kleine Schritte in den Berg aufgehen, kleine Schritte anfangen, aber rhythmisch gehen. Ja? Und der Impuls kommt ja aus den Knien. Die Knien wollen schräg hoch zum Gipfel sozusagen. Ja? Und dann geht es weiter, immer in diesem Rhythmus. Schwingen mit den Armen, ja, rhythmisch dazu und atmen, wenn es geht, manchmal mit der sogenannten Schnüffelatmung. Also das bedeutet, mit der Unterbrechung, wenn wir nämlich mit der Unterbrechung einatmen, dann zwingen wir die frische Waldluft direkt ins Gehirn sozusagen, durch die 7 Beinlöcher hinter der Nasenwurzel gibt es keine kleinen so Perforationen im Schädelknochen und da kann die Luft strömen direkt unter Druck sozusagen des Einatmens ins Gehirn und erzeugt dieses Gefühl des heroischen Rausches manchmal, wenn es natürlich zu viel ist, da kann man hyperventilieren und dann muss man das wieder zurückkehren. Aber wesentlich ist, lange Tour so bewältigen, dass man kleine Schritte rhythmisch macht und rhythmisch atmet und hochgeht. Und das ist sicher eine Art Lusterlebnis, ja, dass man von der veränderten Chemielage im Körper. Also, bis dann mal, ja. Ciao, ciao.